Ich kann euch ja nebenbei ein bisschen belabern, sag ich mal, was so in den letzten Tagen so bei mir los war. Die ist so lecker, wirklich. Also,
das Affiliate erreicht. Das heißt, dass Leute abonnieren können, wenn sie wollen. Ist natürlich überhaupt kein Zwang oder so. Und ja, ich habe mir extra eine Webcam dafür gekauft und ein LAN-Kabel. Und ja, mal gucken, wo die Reise dahin führt. Natürlich, ihr habt vorher etwas gegessen, weil nicht, dass ich euch jetzt total den Hunger mache oder so. Ja, und ich habe mir natürlich auch vorgenommen, dass ich quasi nur Twitch mache. Das wirklich mit YouTube auch nebenbei hinhaut, weil YouTube ist einfach Herzensprojekt, also das würde ich niemals fallen lassen. Da wird auch alles beim Alten bleiben, 3 Videos in der Woche, also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ich musste mich auch so zusammenreißen, die Pizza nicht schon vorher zu essen. Ja. Der Apollo guckt mich gerade lüsternd an. Der will auch was abhaben. Story erzählen. Letztens saß ich im Wohnzimmer und auf einmal haben draußen richtig viele Leute angefangen zu schreien. Und ich so, was ist denn da los? Hab mir erst nichts dabei gedacht, hab weitergemacht. Und dann auf einmal wurde es aber lauter und immer mehr Leute haben angefangen zu schreien. Dann bin ich halt auf dem Balkon und hab geguckt und da war
dauernd gemacht, alle 5-6 Meter oder so. Und alle haben geschrien, lass den Hund in Ruhe, lass den Hund in Ruhe. Oh, da werde ich ja immer richtig fuchsig als Hundehalter. Oh mein Gott. Und da haben die Nachbarn auch gerufen, ja, und das schön mit Kleinkind. Weil sie das ja neben dem Kind direkt gemacht hat. Die hatte das ja quasi an der Hand und mit der anderen hat sie den Hund runtergedrückt. Also, oh, das war so furchtbar mit anzusehen. Und die haben einfach geschrien, ja, lass uns doch in Ruhe und hast nicht gesehen. Aber da kann man nicht weggucken, da muss man einfach was sagen. Und zum Glück haben mehrere was gesagt. Also, ich persönlich halte überhaupt nichts davon, seinen Hund zu schlagen. Überhaupt nicht. Also ich habe den Apollo auch noch nie geschlagen und ich werde es auch nie machen. Also ganz ehrlich. Ich bin schon langsam echt satt. So, meine Lieben, also ich bin echt ohne Scheiß pappensatt. Es tut mir echt mega, mega leid. Aber gut, das war ja auch der erste Mukbang-Mittwoch, also wir üben noch ein bisschen. Vielleicht schaffe ich ja beim nächsten Mal ein bisschen mehr, je nachdem, was wir da so probieren, essen. Was auf jeden Fall in Planung ist, sind diese vegetarischen Burger von Burger King. Das wurde sich gewünscht. Mal gucken, ob wir das nächsten Mittwoch schon machen oder ob wir da erstmal was anderes rannehmen. Mal gucken. Also, so viel ist jetzt noch übrig geblieben. Schande auf mein Haupt, aber ja, ich kann wirklich nicht so viel essen. Es tut mir leid. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Also ich hatte auf jeden Fall Spaß, weil ich echt Hunger hatte. Das sagt sie jetzt und dann isst sie nicht mal so viel. Aber